Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Ocarina of Time mit eurem Panda-Kind. Ja, wir haben jetzt gerade den Feuerstein bekommen, da den roten und so, haben Dodongos Höhle fertig und machen uns jetzt auf den Weg einmal kurz in die Stadt, würde ich sagen. Um das Schild zu holen, würde ich sagen. Ich denke, wenn wir jetzt hier rausgehen, dann ist es einmal kurz dunkel. Müssen wir die Nacht irgendwie überstehen. Und dann wird es auch schon dunkel. Da geht die Zugbrücke hoch. Oh nein. Woanders anvisieren nochmal. Ah, genau da. Herzchen. Oh mein Gott, zack, zack geht das hier. Kommen ja immer neue. Ja, es wird ja langsam hell. Dann können wir das mit dem Knochenmonstern da auch ein bisschen. Komm, Hahn. Grün. Und ab in die Stadt. Und dann gehen wir jetzt eben kurz ein Schild holen. Machst du auf? Mein heißester Artikel ist zurzeit der Helia-Schild. Aber für dich ist er wohl eine Nummer zu groß. Quatsch, das nehmen wir. Kaufen. Die Wache in Kakariko schickt dich. Nun, dann werde ich dir einen guten Preis machen. Der Helia-Schild. Gehe ins Ausrüstungsmenü, um ihn mit A auszuwählen. Hallo und willkommen beim lustigen Maskenhändler. Wir handeln mit Masken, die allen Leuten Freude bringen. Wärst nicht auch du gerne ein Bote der Freude? Pass auf, ich leihe dir eine Maske, du verkaufst sie und gibst mir dann das Geld. Willst du wissen, wie es funktioniert? Lies das Schild zu deiner Linken. Übrigens, wenn du alle Masken verkauft hast, wirst auch du glücklicher sein. Vertrau mir. Ja. Die Fuchsmaske. Trage sie mit C, um sie zu zeigen. Wetten, du machst dich damit beliebt? Bestimmt mache ich mich beliebt. Aber auf jeden Fall müssen wir die Maske, bei der Wache aus Kakariko abgeben, weil die wollte diese Maske unbedingt haben.
beziehungsweise das Kind von der Wache wollte die unbedingt haben und er konnte sie ja nicht holen, weil er so viel arbeitet. Wollen wir da eben noch ein bisschen... Ein paar Münzchen. Jetzt treffe ich die nicht. Doofe Vase. So. Reicht ja auch erstmal. Und dann holen wir jetzt eben kurz das Lied für Ipona. Ja, da zu der Long Long Farm müssen wir. Auf, auf! Holder Ritter. Und danach wollen wir dann den blauen Stein langsam mal holen, würde ich sagen. Long Long Farm. Da ist die Kleine, die uns das Ei gegeben hat. Vor der... Ah, der Junge aus dem Wald. Ich hörte, du hast meinen Vater gefunden. Wie hat dir das Schloss gefallen? Und die Prinzessin, hast du sie gesehen? Daddy hat es ganz schön eilig, nachdem du ihn geweckt hast. Oh, ich muss dir jemanden vorstellen, Feenjunge. Das Pferd hier heißt Ipona. Süß, nicht wahr? Unheimlich. Wie es scheint, hat Ipona Angst vor dir. Dieses Lied hat meine Mutter geschrieben. Es ist wunderschön. Lass es uns zusammen singen. Oh, eine hübsche Ocarina. Wirst du das Lied auf der Ocarina spielen? Du hast Iponas Lied erlernt. Das werden wir später noch... Och, die Eule. Nein, geh weg. Geh bloß weg. Geh. Hau ab. Nie wieder. Komme. Nie wieder. Ja, also das Lied brauchen wir später noch, um Ipona so, ne? Aber das ist schon wieder irgendwie so ein bisschen Spoiler. Und das wollen wir ja noch nicht. Wir holen uns jetzt, glaube ich, das erste Glas, würde ich mal sagen. Hau ab, geh wieder da rein. Gähn, was bin ich schon wach? Es scheint so. Hey, wenn das nicht der Junge aus den Wäldern ist. Vielen Dank nochmal, dass du mich geweckt hast. Es hat ganz schön lange gedauert, bis ich Malong beruhigt hatte.
Was hast du denn heute so vor? Nichts Besonderes? Nun, wie wäre es denn mit einem kleinen Spielchen? Hast du Lust? Die drei Hühner hier sind Superhühner. Ich werde sie nun mit den anderen herkömmlichen Hühnern vermischen. Gelingt es dir, sie innerhalb einer bestimmten Zeit aus allen anderen herauszupicken, werde ich dich mit etwas Nützlichem belohnen. Ein Spiel kostet 10 Rubine. Machst du mit? Jetzt noch nicht. Wir machen nämlich jetzt Vorbereitungen. Weil, wenn wir die alle schon da drin haben, können wir die Hühner leichter finden. Jetzt können wir ihn ansprechen. Gehen, schon gut. Ich bin ja wach. Was? Hey, der Kukiri-Junge. Hast du ein bisschen Zeit? Dann lass uns spielen. Ich vermische diese drei Superhühner mit denen herkömmlichen Hühnern. Gelingt es dir innerhalb einer bestimmten Zeit aus allen anderen Hühnern? Ja, ich möchte das Spiel mit... Wieder eins. Jetzt kommt's darauf an. Eins fehlt noch. Wow, unglaublich. Du hast ein gutes Gespür. Du hast sie tatsächlich alle gefunden. Komm her zu mir. So. Hey Junge, du hast das Zeug dazu, ein verdammt guter Farmer zu werden. Ich würde mich freuen, wenn du Malong heiraten würdest. Na? Klar. Haha, war doch nur Spaß. Oh, hier, nimm diese Flasche Longlong-Milch an dich. Sie gibt dir neue Energie, sobald du sie trinkst. Hast du die Flasche geleert, kannst du jederzeit zurückkommen und sie dir gegen ein geringes Entgelt auffüllen lassen. Du hast Milch erhalten, diese Milch ist sehr gesund. Benutze sie mit C, um deine Energie aufzufrischen. Du erhältst 5 Herzen pro Schluck. Du kannst 2-mal davon trinken. Im Gegenstandsmenü kannst du sie auf C links, C unten oder C rechts platzieren. Mit C nimmst du einen Schluck. Eindeutig zu viele Cs. Jedes Mal, wenn ich das vorlese. Aber ich möchte das ganze Spiel ja mit euch teilen. Darum werde ich euch alles vorlesen. So, und dann wollen wir jetzt mal. Jetzt gehen wir Richtung, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. So Fischmenschen. Richtung der Fischmenschen. Seht ihr da hinten? Da möchte ich hin. So, und dann geht's jetzt erstmal weiter. Ach ja, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Es soll nicht immer dunkel werden. Ich mag es nicht, wenn es dunkel wird. Oh Mann. Och nein, geh weg, Eule. Geh, komm und komm nie wieder. Hallo, es sieht aus, als wärst du erfahrener und kräftiger geworden, Panda.
Direkt vor dir liegt Zoras Reich. Die Zoras dienen der königlichen Familie von Hyrule und bewachen dieses Gewässer. Das Tor zu ihrem Reich öffnet sich nur einem Abgesandten der königlichen Familie. Spiele vor dem Portal ein Schlaflied aus der Überlieferung der königlichen Familie. Tue ich, dankeschön. Dum, 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 dum. Zack, da sind sie kaputt. Jetzt nehmen wir uns das Hühnchen da. Das Hühnchen. Und fliegen da rüber. Geh bloß weg. Scheiß Vieh. Da kommt man so gar nicht rauf. Hahaha, die haben uns voll veräppelt. Zack, da geht's einfach mal hoch. Gehen wir hoch. Da gehen wir wieder hoch. Nervige Viecher, ey. Jetzt eben nochmal gucken. Das weiß ich gar nicht mehr genau. Das können wir direkt ausrüsten. Salias Lied, Deponas Lied, Zeldas Wiegenlied. Okay, gut. Weiß ich Bescheid. Ja, und da hat sich der Wasserfall gelüftet. Und rein da. Zack. Das Zora-Reich. Ja, la 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 la. Zu dem kommen wir gleich. Spielen wir erstmal ein kleines Spielchen. Tauchspiel, 20 Rubine. Macht ihr mit? Klar. Okay. Sammelt alle Steine ein, die ich nach unten werfe. Ihr habt dafür nur begrenzte Zeit. Sind alle eingesammelt, kommt hierher zurück. Dann bekommt ihr etwas sehr Schönes. Und schaffen wir das? Gratuliere, ich habe etwas Tolles für euch. Holt es euch ab. Natürlich, kommt vorbei.
So, dann brauchen nämlich jetzt auch das Glas. Das nehmen wir, rüsten wir auch direkt das mal aus. Nee. Immer noch was drin. Und der hat einen gesunden Durst, der Junge. Außerdem macht Milch ja groß, aber größer wird er irgendwie nicht. Wo sind hier die Fische? Fischis. Fischi. Fischi. Ich will dich. Ja, gib mir das Fischi. Du besitzt jetzt einen Fisch. Lass ihn mit C frei. Er sieht richtig frisch aus. Im Gegenstandsmenü kannst du ihn auf C links, C unten oder C rechts platzieren. Mit C lässt du ihn frei. Wissen wir Bescheid. Ja, und jetzt holen wir uns das tolle Ding ab. Da bekommen wir, glaube ich, eine Schuppe, womit wir länger tauchen können. Wie elegant ihr getaucht seid. Hier, nehmt dies als Lohn. Dies ist eine silberne Schuppe, der Zoras. Mit ihr kann man viel tiefer tauchen. Die silberne Schuppe begibt dich ins Wasser und drücke A. Jetzt kannst du tiefer tauchen als zuvor. Wunderschön. Zack. Eine Flasche. Fülle etwas hinein und nutze sie mit C. Oh, da ist ja bereits etwas drin. Yep, da ist ein Brief von der Zora-Prinzessin drin. Also, was ich mich jetzt letztens gefragt habe, wenn ich die ganzen Sachen hier nicht könnte. Was ich später auch noch ziemlich schwer wird, weil ich die ganzen Tempel nicht mehr kenne. Wenn ich das alles nicht gekannt hätte, was meint ihr, wie lange ich jetzt an dem Let's Play setzen würde? Ich glaube, ich würde, keine Ahnung, 500 Folgen daran sitzen, sowas herauszufinden. Wer kommt denn auf die Idee, sich so eine Schuppe zu holen, damit man tiefer tauchen kann, damit man da reinkommen kann und sich dann eine Flasche holen kann? Wer kommt auf sowas? Also ich habe das... Früher habe ich mich da dran gesetzt, aber das war's dann auch. So, dann müssen wir jetzt eben kurz den Zettel da... Nanu, sieht aus, als wäre da etwas in der Flasche drin. Oh, es ist ein Brief. Hilf mir, ich bin im Bauch von Lord Yabo Yabo gefangen. Ruto, PS, verrate bitte meinem Daddy nichts. Ich will das nicht nochmal lesen. Sieht aus, als wäre da etwas in der Flasche. Ein Brief. Bla 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 bla. Ich will mit dem Typen reden. Warum kann ich nicht mit ihm reden? Aber mit ihm reden. Warum kann ich nicht mit ihm reden? Das wundert mich jetzt.
Oh, meine liebste, treueste Prinzessin Ruto, wo mag sie sein? Ich mache mir solche Sorgen. Dieser Brief, er ist von Prinzessin Ruto. Lasst mich mal lesen. Sie ist im Bauch von Lord Yabu Yabu? Das ist doch nicht möglich. Lord Yabu Yabu ist unser Schutzheiliger und würde Prinzessin Ruto niemals verspeisen. Doch seit dieser seltsamen Fremdling namens Ganondorf unser Reich besuchte, benimmt sich Lord Yabu Yabu etwas sonderbar. Der Brief scheint echt zu sein. Ihr dürft Prinzessin Ruto suchen, wenn ihr mögt. Passiert das Tor hinter mir. Ich behalte diesen Brief, nehmt ihr die Flasche, in der er sich befand. Ihr werdet sie bestimmt gut nutzen können. Bitte findet meine liebste Prinzessin Ruto, so schnell ihr könnt. Das werden wir doch dann gleich einfach mal tun, würde ich sagen. Boah, der braucht so endlos lange, ey. Das ist doch unnormal. Ja, so, und dann geht's jetzt erstmal, würde ich sagen, zu Lord Yabu Yabu. Zoras Quelle. So, das war's dann erstmal mit der Folge The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend. Ihr kennt das ja. Bis zum nächsten Mal.